So, Urmenschen sind meine nächsten Gegner. Und Boomerang Bros. Die haben Probleme gegen Pockys. Ach nein, Quatsch. Die Pockys und ein Gumbaturm ist im Nachteil. So schaut's aus. Hey, was ist ein Gumbaturm bitte? Gibt's das als Char? Wenn ja, habe ich das noch nicht. Okay, das heißt für mich, muss kurz überlegen, also wenn wir mal davon ausgehen, dass es mehr Urmenschen sind. Ne, wir müssen wieder mit Stürmern reingehen, ne? Ja. Ja, und die Flieger, die schmeiße ich komplett raus. Der Chuck kommt auf alle Fälle rein. Das ist ja mal ganz klar. Der Typ auch. Ja, machen wir es doch so, oder? Komplette Stürmertruppe. Wobei, halt, der Pocky muss noch weg. Der ist im Nachteil. Der Pocky, der muss noch weg. Ja, weiß ich nicht. Was kommt denn da noch rein? Je nachdem, was besser ist. Ach, kein Plan. Ich nehme den Plus Cooper. Yo. So, jetzt bisschen mehr Angriff und bisschen mehr KP. Das wird doch wohl reichen, oder? Come on. Oh, was geht? Verehrte Damen und Herren, das Warten hat ein Ende. Zeit für die erste Runde im Wettbewerb. Wer kämpft? Am süßesten. Wie kann man süß kämpfen, bitte? Oh, ja, hurra! Hier trifft überwältigende Kraft auf fesselnde Niedlichkeit. Nur die Kombination führt zum Sieg. Und nun zu denjenigen, die sich im Kampf um den Sieg beweisen müssen. Ihr! Was eine Ansprache. Höchst professionell, Nord. Die Kandidaten werden jetzt hier am Strand einen Teamkampf bestreiten. Maximale Stärke und Niedlichkeit entscheiden. Regelverstöße werden hart geahndet. Flirten mit der Jury ist verboten. Es hilft ja nichts. Wir haben gar keine andere Wahl, als zu gewinnen. Naja, stark sind wir, aber süß und niedlich. Immerhin gesunde Selbsteinschätzung. Keine Bange, wir werden einfach... Oh, ich hab's. Wir versuchen es mit süß und schüchtern. Hey, das könnte wirklich funktionieren. Denkt dran, wir tun das alles für König Bowser. Oh, bitte, ganz ehrlich, das ist keine Masche. Ich werde wirklich schnell rot. Ach, das klappt doch nie. Die Punkte können wir vergessen. Denkst du, mir hat das schon ganz gut gefallen. Schüchternheit sieht man in unserem Job viel zu selten. Es heißt doch, Schüchternheit ist eine Zier, oder? Ich kann das nicht. Das ist doch komplett bescheuert. Nun gib der Sache doch wenigstens eine Chance. Darf ich die nächsten Kandidaten herbitten? Oh Mann, es wird ernst. Wir sind dran. Das wird ein Desaster. Ich hoffe nicht. Das Desaster hatten wir nämlich gerade schon. Ja, nee, aber ich habe jetzt auch ein viel besseres Gefühl. Komm. Es sind auch nur zwei Kämpfe. Es sind aber verdammt viele Boomerang Bros, ey. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass vor allem der Chuck gut performt. Weil dem seine immense Angriffskraft brauchen wir. Das ist klar. Okay, das Timing habe ich glücklicherweise auch schon direkt im Blut. Ja, also er hat einen relativ guten Job gemacht. Oh shit, aber den Angriff von Boomerang Bro hätte ich abwehren müssen. Das hätte ich abwehren müssen. So, dafür gibt es aber hier dank des Stachis den Ausgleich und wir schaffen das. Abbruch. Kill sie. Nein, warte. Falsche Seite. Killt ihn. Ich bin kurz auf der Seite des Gegners gewesen, um ihn auszuspionieren. Ja, ja. Ich bin kein Verräter. Nein. So was lasse ich mir nicht vorwerfen. Okay, und jetzt mit dem ganzen AP werden wir schon fertig mit dem Gedöns hier, mit dem Gesindel, oder? Anspuren. Haut rein, Leute. Fürchtet die Schergenmoral. Killt das Drecksgesindel.
Ja, yeah, aber greif doch lieber den Boss an, meine Güte. Ja, schaut in Ordnung aus. Oh. Auch die Schergenmoral steigt, das ist nicht gut. Ich zieh den Glücksgriff. Stürmerschaden auf Gegnerseite, epic. Jetzt werden die ganzen Urmenschen schnell beseitigt, also zumindest diese Gehilfen. Der Hauptboss steht noch. Oh, was packt der da aus für einen Move? Junge, Junge. Aber es sollte eigentlich hinhauen. Komm, kill ihn, Alter. Jo. Schön die Stacheln in den Arsch reinrammen und weg ist er. Perfekt. Na also. War wohl doch nur dieser eine Kampf, der übertrieben schwer war. Der Rest geht. Was kriegen wir jetzt? Nen Boomerang, Bro. Oh, yeah. Und die ersten Punkte, was? Team Blau, die Boomerang-Brüder. Wie, die haben gewonnen? Nee. Kampfpunkte 60, Niedlichkeitspunkte 30, macht zusammen 90 Punkte. Team Rot, der Bowsers Schergen-Gumba-Trupp. Kampfpunkte 80, Niedlichkeitspunkte 20, macht zusammen 100 Punkte. Somit ist der glückliche Gewinner dieser Runde Team Rot, der Gumba-Trupp. Oh yes. Wir mussten es mehr über die Kampfkraft machen, denn niedlich sind sie halt echt nicht, ne? Guter Gegner auch nicht, aber naja, anderes Thema. Die Niedlichkeitspunkte war unterirdisch, doch ihre Stärke beachtlich. Der Gumba-Trupp hat Runde 1 gewonnen. Zwei Folgen noch. Erst danach treffen sie auf unsere Gastgeberin, die legendäre Wendy. Mhm. Ach, diese Typen waren doch mit Koopas unterwegs. Nein, da sind nirgends Koopas dabei. Wow. Na schön. Hauptsache, ich gewinne den Wettbewerb. Dann wissen alle, dass ich die Süßeste bin und werden vor mir niederknien. Und dann gehört der ganze Strandgebieter Krankfried und mir allein. Hast du irgendwas gesagt? Oh, Alter, wie sie einfach random alle umbringt. Die ist voll irre. Vor allem, wieso will sie denn bitteschön den ganzen Strand für sich und Krankfried allein? Haben die etwa ein Verhältnis? Alter, allein die Vorstellung. No! Gott! Was passiert denn jetzt schon wieder? Das sieht auch wieder ziemlich brutal aus. Okay, wir müssen hier mit den Schwächen arbeiten. Den Bumerang-Bruder brauchen wir. Geht nicht. Käfer brauchen wir. Und Paracoopa. Komm, das wird doch wohl gehen, ey. Also. Paracoopa. Paracoopa. Käfer. Ne, der ist zu schwach. Warte mal. Mach mal auf, Charakter. Genau. So, jetzt sehen wir das Ganze hier vor unseren Augen ein bisschen eindeutiger. Ein Käfer ist ja schon im Kampf, der andere ist aber zu schwach, den kann ich nicht mitnehmen, ey. Was war es noch, wo die rumheulen? Muss nochmal kurz gucken. Ah ja, der Boomerang-Typ. Wo ist er denn? Da ist er. Schön, der ist auf Level 18, so muss das sein. Dann werde ich wahrscheinlich jetzt einfach noch unsere stärksten Spinner mit reinnehmen. Um besonders gut gewappnet zu sein. Und dann hoffen wir mal, dass das klappt, was? Obwohl, brauche ich ihn hier wirklich? Ich glaube, auf ihn verzichte ich tatsächlich sogar. Aber kann ich nicht noch irgendeine Bonusfähigkeit rausholen oder so? Das wäre schon cool. So werden wir auf Level 18, dann nehme ich doch den Gumba noch mit. Aber keine Bonusfähigkeit. Das ist irgendwie nicht so gut. Hier ist noch so ein... Ja, der ist zu schwach. Wirklich nicht, Mann. Wen könnte ich rausnehmen? Für eine Bonusfähigkeit. Ja, nee, dann halt nicht. Versuchen wir es über Bohnen zu kompensieren. Stürmerbohne, die kriegt der Chuck. Chucky, Chucky, noch mehr Power. Bam. Fliegererfahrungsbohne S. Einem der Paracooper.
Der Stärkere am besten, jo. Die M-Bohne. Ach komm, die kriegt er auch noch. Schützenerfahrungsbohne M. An den Cooperling verabreichen. So, aber nur eine. Den Rest spare ich mir. Oder? Eigentlich hat der Bumerang-Typ sich auch so ein Ding verdient. Und ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Lappen aussortieren, die wir nicht mehr brauchen. Da, wo ist er denn jetzt zum Teufel? Da. Okay, komm, das muss hinhauen, Alter. Hau rein! Es ist mir eine Freude, unsere nächsten niedlichen Kampfkandidaten vorzustellen. Nur derart unwiderstehliche Geschöpfe konnten sich für Runde 2 qualifizieren. Voll niedlich. Da wären die phänomenalen Football-Chucks. Die müssen doch voll mit Schweiß sein. Bah. Brachiale Kraft hat einen Namen und fürchterlich niedlich sind sie auch. Mhm. Verstörte Wahrnehmung, aber gut. Nun zu den bezaubernden Sternsingern. Vor lauter Funkeln sieht das Publikum nur noch Sterne. Angeblich soll eine besonders niedliche Masche im Spiel sein. Außerdem die mysteriösen Knallerbsen. Sie bleiben ein Rätsel, doch nun zum Geheimfavoriten. Klein, aber im Kampf. Oh, der Goomba-Trupp. Die Niedlichkeit war in Runde 1 mau, doch wie geht's weiter? Dieser Wettbewerb ist so ein Unsinn. Oh ja, und wo ist der Schallgeil hin? Ich will doch nur Wendy retten und dann zum nächsten Cooperling. Goddammit. Und bitte, wo ist unser Niedlichkeitsbeauftragter? Der schmollt da drüben. Ihm gefällt sein neuer Dienstgrad nicht so gut. Ha. Oder aber er ist geschockt über unsere Niedlichkeitsrate. Oh. Hoho! Ich dachte jetzt kurz, das war der Shy Guy. Aber das waren wohl unsere Gegner. Oder? Egal. Macht sie fertig. So, ein paar Autsch sind auf unserer Seite. Super. Ich konzentriere mich jetzt mehr auf Vereitelung, weil ich glaube, wir werden den ersten Kampf recht eindeutig gewinnen. Oder? Ja, ja, doch, jetzt gehen sie schon so langsam auf den... fuck. Auf den Chuck. Müsste hinhauen, auf jeden Fall. 5 zu 1. Ja, das braucht jetzt nicht wirklich mit der Verteidigung, du sollst zuschlagen. Ja, ein Hit noch, komm. Ach, war unnötig. Aber egal, er ist nicht gestorben. Super. Ich hätte schneller reagieren müssen. Aber es war auch irrelevant, der letzte Angriff. Wir kriegen die 2 AP ja eh wieder. So, und jetzt können wir wieder aus dem Vollen schöpfen. Ach nee, diesmal sind es 3 Fights. Ach so. Mal beobachten. Oh, oh, oh. Das sieht nicht ganz so gut aus dieses Mal. Ich ziehe mal einen Glücksgriff, aber ich glaube, ich habe sogar schon zu lange gewartet. Ja, habe ich auch. Das müsste schief gehen. Fuck. Ja, super. Und der Gegner macht's auch. Ach, komm schon. Wirklich? Der Bumerang-Bro ist eigentlich meine letzte Hoffnung. Und der stirbt. Yay! Das können wir unmöglich gewinnen. Der Gegner hat noch volle KP. Jo. Heilige Scheiße, Mann. Habe ich zu viele Stürmer oder was? Meine Güte. Nehme ich den mal rein hier. Boah, zum Kotzen, ne? Komm halt doch mit, hey. Komm. Gib's ihnen, Mann.
Attacke! Ja, aber die sind ja mittlerweile auch alle immer ein Level drüber. Also ich glaube schon, dass sie irgendwie Training notwendig haben. Der erste Fight war okay. Aber dann ging es schnell bergab im zweiten. Und das, obwohl der erste irgendwie schwieriger aussieht. Seltsam. Mehr Angriffskraft, das ist gut. Okay, sie gehen wieder sehr verfrüht auf den Chuck. Beziehungsweise, nee, der Rest ist ja auch schon fast tot. Also der erste Fight ist wirklich kein Problem. Was machen wir denn beim zweiten jetzt? Reklos-Finte könnte ich zum Notfall benutzen. Verstärkung, Ansporn. Oh, bring ihn doch um, Alter. Dann macht der Anführer es halt selbst, wenn die es nicht geschissen kriegen. So, aber was jetzt? Ich brauche eigentlich den Ansporn. Denke ich. Los. Haut rein jetzt. Sofort. Ja. Hey, ich hab doch A gedrückt. Was willst du? Mann, ey. Ja, ist klar. Aber wobei, ich hab nicht so viele Stürme. Nicht so schlimm. Läuft schon ein Ticken besser. Okay, aber hat gereicht. So, 4 zu 4. Das wird wichtig. Ja, weil das trifft auch den hinteren Pocky-Anführer. Tatsächlich, also jetzt sollte es klappen. Ich muss aber meine AP sparen für den finalen Fight. Ich darf jetzt nichts mehr machen. Nicht eingreifen. Es wird halt knapp, aber wir sollten gewinnen. Komm, pack deinen Bumerang aus und mach ihn fertig. Ah. Nein, daneben. Besiegt doch diesen Pocky. Glaube ich, spinn. Boah, wie der aufholt auf einmal. Fahr zur Hölle. Was? Stirb jetzt, Mann. Goddammit. Letzter Fight. Ja, also ich werde auf jeden Fall nochmal ein Training veranstalten, weil ich bin dauerhaft underleveled irgendwie. So, das sieht doch machbar aus. Nochmal anspornen. Für Bowser. Los, Leute. Ja, mehr Angriffskraft. Gute Idee. Sehr gute Idee. Scheiß an Abbruch. Was machst du jetzt? Na, mehr Moral. Eklig. Aber wir können das mit mehr Angriffskraft kompensieren, denke ich. Mhm. 5, 4. Weiter so. Attacke! So, und jetzt auf den Anführer. Nochmal mehr Angriffskraft. Für die finalen Hits. Ganz wichtig. Ja. Das passt. Also auch hier. Nach einem Fail lief's besser. Aber ich wollte Iggy schon beim ersten Mal mitnehmen, ne? Ich dachte, wir brauchen ihn nicht so, aber falsch gedacht. Das war ein Fehler. Team Blau, die Football-Chucks. Kampfpunkte 70, Niedlichkeitspunkte 40. Macht zusammen 110 Punkte. Team Rot, der Bowsers Schergentrupp. Kampfpunkte 100, Niedlichkeitspunkte 15, macht zusammen 115 Punkte. Oho, nur 5 Punkte Vorsprung, dennoch gewinnt die Runde Team Rot, der Gumba-Trupp. Geht doch, Mann. Und schon sind wir beim Halbfinale. Ja, geschafft. Moment mal. Sollten nicht die Football-Chucks gewinnen? Ja, das war der Plan.
Ich muss in der Aufregung was durcheinander... pardon. Nun ist es zu spät für Änderungen. Du Vollpfosten! Nun muss ich das persönlich klären. Diesen Trupp verarbeite ich zu... Quittengelee. Ja, komm nur. Du bist eh unser Hauptziel. Ah, Parade von Kommandant Scheiger erlernt. Sehr gut. Und ein weiterer Chuck. Sowie endlich mal ein brauchbarer Sperrguy. Yay. Jo, jetzt geht's aber auch um alles, ne? Pff, boah, was zum Teufel? Ja, moin. Das wird jetzt richtig brutal. Machen wir es der Reihe nach. Einen Sperrguy brauchen wir. Der Rest ist fast egal. Aber es gibt ziemlich viele Schützen in diesem Team. Einen Flieger und viele Stürmer. Also würde ich sagen, gehen wir komplett auf Stürmer. Oder vermehrt einfach. Wo ist denn der andere Chuck? Ganz wichtig, ey. Ja. Habe ich überhaupt genügend Stürmer, die dafür geeignet sind? Mal schauen. Ja, das gibt sogar noch eine Bonusfähigkeit. Sehr gut. Ich würde aber eigentlich gerne dennoch die Cooperlinge drin behalten, oder? Nee, das sind zu viele. Das sind zu viele Schützen. Yeah. Ich denke, ich nehme die wirklich komplett raus. Die Cooperlinge. Oder Iggy statt... Ja, Iggy statt des Boomerang Bros. So, und jetzt greifen wir noch zu Bohnen und dann wird es schon hinhauen. Flieger... Ja gut, haben wir jetzt gar nicht. Angriffsbohne. Der Angriff steigt um 1. Kriegst du, Alter. Geschwindigkeitsbohne. Weiß ich nicht. Iggy? Stürmer-Erfahrungsbohne. Der Chuck. Let's go! Es folgt eine riesige Überraschung. Eigentlich sollte sie erst im Finale dabei sein. Wendy! Wendy? Jetzt schon? Ist doch super. Dann bringen wir das jetzt schon zu Ende. Länger halte ich den ganzen Scheiß auch nicht mehr aus. Im Ernst? Lieber lasse ich mich besiegen. Hallo, süßeste aller Süßen. Gefällt dir der Wettbewerb? Es war vorhin also doch der Scheiß, dachte ich mir doch. Das mit Iggy und Larry war bloßes Glück. Ich kenne keine Gnade. Macht euch drauf gefasst. Wie du willst, Wendy. Der finale Fight dieser Welt beginnt. Und es sind wieder 4 Etappen. Boah, das kann doch nichts werden, oder? Also ein gutes Gefühl habe ich nicht. Sag ich ganz ehrlich zu euch. Ich glaube, wir sind auch underleveled. Wie immer. Also wenn es schief geht, werde ich Bonus-Training machen, dann habe ich die Schnauze voll. Alter, wie stark sind denn bitteschön diese Igloos? Das ist ja voll krank. Der hat den Chuck richtig einfach weggefetzt. Hör auf. Oh, kommt schon, Leute. Angriff auf den Kommandanten. Der Chuck hat's verstanden. Gib ihm doch, bevor du abkratzt. Ja. Okay. Ja, aber wenn der erste Kampf schon so knapp ist, weißt du...
Boah. Heftiger Typ. Ja, ich bleib dabei. Wenn der erste Kampf schon so knapp ist, dann wird das echt eng. Ich muss mich, glaube ich, aufs Glück verlassen mit dem Glücksgriff. Oh, schon wieder so viele von diesen Igluck-Spinnern. Die sind zu stark. Nein. Aber wir führen noch. 7-5. Weil ich habe auch überlegt, auf Glücksgriff zu gehen, aber solange wir die Führung haben, sehe ich keinen Grund dazu. Ja, sehr gut, sehr gut. Good job, Leute. Okay, das lief ein bisschen besser. Neue Hoffnung gewonnen. Dritter Fight. Ich muss nach wie vor meine AP sparen, aber wenn es sein muss, dann bin ich gezwungen, Glücksgriff und Ansporn zu nutzen. Und bei so vielen Spinnern muss ich. Leck mich am Arsch. Das ist Betrug. Das ist Betrug. Das ist schon das zweite Mal, dass mir sowas passiert. Ich weiß nicht, ob ich das vorherige Mal rausgeschnitten habe oder nicht, aber in einem anderen Fight, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, vor kurzem, aber hatte ich genau dieselbe Scheiße, aber dennoch, irgendwie haben wir sie extrem schnell fertig gekriegt. Ich habe keine Ahnung, warum. Oder haben die irgendeine bestimmte Schwäche gehabt? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mir sowas eh nicht merken. Aber auf jeden Fall, ging das am schnellsten und einfachsten. Na gut. Trotz des, verschenkten Glücksgriffs. Boah, aber sie kommt mit einem heftigen Trupp daher. Ansporn. Los! Ja, genau. Push deine Verteidigung, das ist eine gute Idee. Und du haust rein! Yeah! Und nochmal den nächsten. Nein! Timing versaut! Oh no! Aber es steht 6-4. Ja, lass ihn machen. Wenn er meint. Boah, der Käfer pusht seine Verteidigung so krass hoch. Das wird nicht leicht, ihn zu besiegen. Und du lässt das bleiben. Ich kann noch einmal den Angriff abbrechen, aber es sollte klappen. Zeit für eine Partie, Bob-Omb, Party oder so. Was, springen? Oh, fuck. Das geht wahrscheinlich voll auf den Anführer. Ach so. Oh, das ist so eine Hin- und Her-Aktion. Beachvolleyball sozusagen. Nur in extremer Version. Wow, yes. Wir haben Glück gehabt, Mann. Epic. Ja, aber ich mag solche unerwarteten Wendungen, weil damit hat doch jetzt echt keiner gerechnet, dass sie da plötzlich so eine Bombe auspackt und mit uns Beachvolleyball spielt. Ich glaube aber tatsächlich, wir hätten das nicht gebraucht. Wir hätten den Kampf auch so gewonnen. Nein, wie kann das sein? Puh, ein Glück. Der Wettbewerb ist damit vorbei. Wir sind raus. Lass uns das hier ganz schnell vergessen. Einverstanden. Wendy, schließ dich uns an. Wie die einfach weggehen und erwarten, dass sie mitkommt. Bitte? Ernsthaft geht's noch? Der Goomba-Trupp wird wegen Verlassens der Arena disqualifiziert. Somit sind die Gewinner des Wettbewerbs. Die Tanten, ne? Nein! Starlow, okay. Die Sternsinger! Hat die das gerade wirklich gesagt? Juhu, wir haben gewonnen! Mein liebster Honigkuchen. Das ist aber seltsam. Naja, wird schon stimmen. Lel. Dabei war noch nicht mal mein verschmitztes Lächeln dran. Cooperling Wendy wurde rekrutiert. Oh yes, Skylumatico. Und die AP von Kommandant Goomba steigen um 1. Einer der 7 berühmt-berüchtigten Kooperlinge. Ihre Kraft zu unterschätzen, kann ein wahrlich teures Vergnügen werden.
Sie ist auch Schütze. Irgendwie sind alle Cooperlinge Schützen, kann es sein? Aber es gibt noch ein Bonuslevel. Verdammt viele freakige Halt, das können wir gar nicht machen. Level 35 am Start, alles klar. Ja gut, dann ist es das gewesen mit der Schergensaga in Welt 4. Es geht bald weiter. Und ich würde mich natürlich drüber freuen, wenn ihr dem halbtoten Projekt einen Daumen da lasst, um es wieder zu beleben. Bis zur nächsten Folge von Mario & Luigi's Superstar Saga und Bowser's Schergen!